Also, es geht darum, wir wollen euch ein bisschen zeigen, wie man externe Medien, Systeme, Quellen und so weiter an Neos anbinden kann. Also nicht im Detail, dass ihr das programmieren könnt, weil das, da haben wir ja nichts mehr zu tun, sondern wie es dann so gelaufen ist und warum das alles so Sinn macht. Sagt euch DAM was? Das Digital Asset Management. Das heißt, genauso wie du ein Content-Management-System haben kannst, gibt es natürlich auch was für Assets, also Mediendateien, Bilder, Dokumente und so weiter. Und Richards Firma, die stellt so ein System her. Heißt es eigentlich Pixio oder sagst du Pix.io? Pixio, alles klar. Jetzt endlich weiß ich es. Das ergibt sich durchs Lesen dann immer nicht. Genau. Und das stellt er euch mal kurz eben vor. Robert hat schon gesagt, Digital Asset Management, auf Deutsch Bildverwaltung oder Bild- und Medienverwaltung. Wir sagen für Marketing-Teams, weil wir unsere Software in den meisten Fällen im Marketing unterbringen. Das Marketing ist sehr oft mit einer Flut von Bildern in der Organisation überlastet, würde ich jetzt mal behaupten. Und wir haben die Lösung dafür. Machst du mal eine Slide weiter? Genau. Was machen wir? Wir managen, sharen diese Media Assets mit unserer Lösung und wir verbinden an diese Lösung Apps und Drittsoftware, wie zum Beispiel das Neos Plugin. Genau, über die Webseite. Gut. Im Managementbereich kann Pixio beispielsweise Dateiformate konvertieren. Also es ist oft so, dass man irgendwo eine Datei hat und man braucht aber irgendwie eine Version dieser Datei. Ich habe eine TIFF-Datei mit 100 Megabyte, ich möchte es jetzt aber gerne in die Webseite einbinden. 100 Megabyte TIFF in eine Webseite einbinden ist relativ ungünstig. Das heißt, im Idealfall hätte ich hier gerne ein PNG oder eine JPEG, die auch vielleicht suchmaschinenoptimiert gestaltet ist und dann auch reduziert in der Dateigröße. Das macht Pixio voll automatisiert. Was machen wir noch? Metadaten, wir verwalten Lizenzen. Jedes Bild unterliegt einer Lizenz. Also wenn ich jetzt hier ein Bild vom Robert mache, dürfte ich das einfach nicht so posten, ohne seine Einwilligung zu haben. Wenn er mir jetzt sagt, er hat mir die Einwilligung gegeben und ich poste das, dann ist das vielleicht momentan noch okay. In einem Jahr kommt der Robert auf meine Facebook-Seite und sagt, was soll das? Zeig mir deine Einwilligung. Ich kann es ihm nicht zeigen, wenn ich es nicht irgendwo habe, schriftlich. Wir haben es gefilmt. Ah, okay, gut, dann können wir das jetzt vielleicht nochmal dazu beweisen. Genau. Ich bitte dich hier kurz zu bestätigen, dass wir den Talk verwenden dürfen. Sehr gerne. Gut. Was braucht man in der Regel dafür? Man braucht ein sogenanntes Model oder Property Release. Das sollte immer vorhanden sein und auch jedem, der das Bild dann verwendet, bekannt sein. Das ist in der Regel nicht so. In der Regel liegt das Bild irgendwo in einem Ordner drin. Ich suche dieses Bild und ich denke, okay, es könnte schon irgendwie die richtigen Lizenzen haben, dass ich das jetzt verwenden darf. In Pixio kann man das Bild wesentlich schneller recherchieren und ich sehe damit verknüpft auch immer alle Rechte, die ich zu diesem Bild habe und weiß Bescheid, was ich mit diesem Bild tun darf. Genau, das ist ein wichtiger Aspekt in der Organisation von den Medien. Noch einmal zurück, ganz kurz. Genau. Suchen und Finden ist auch so ein Thema, was wir lösen. Das heißt, man kann diese Bilder mit Metadaten anreichern, also Schlagwörter, Beschreibungen, Titel etc. Und es gibt auch Möglichkeiten zur automatisierten Verschlagwortung von Bildern. Das ist natürlich auch immer wichtig, wenn man nicht jetzt 50 oder 100 Bilder, da kann man es relativ schnell sehen, was drauf ist. Aber wenn ihr mal 100.000 oder 1 Million Bilder verschlagworten müsst und die organisieren müsst, ist es natürlich schon wesentlich schwieriger. Da bietet unser Tool auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Jetzt darfst du weiter. Jetzt? Genau. Gut. Share. Eins der wichtigsten Themen. Wenn ich ein Bild benötige, dann brauche ich das in der Regel nicht immer für mich, dass ich mir das jetzt anschaue, sondern dann brauche ich es für die Webseite, für eine Präsentation, irgendwo an Kunden zu senden als Referenz. Egal wo, das Bild muss immer irgendwo landen. Das heißt, ich muss dieses Bild verteilen. Mit Pixio kann ich Bilder extern verteilen, kann es im Unternehmen verteilen und habe auch die Möglichkeit, sogenannte PR- und Medienportale mit ein paar Klicks aufzubauen, um das einer breiten Masse in einem geschützten Bereich zur Verfügung zu stellen. Gehen wir noch eins weiter. Genau. Das ist jetzt so ein Beispiel für so ein Medienportal, das man sich mit ein paar Klicks und auch gebrandet erstellen kann. Gehen wir noch eins weiter.
Da hier natürlich einige Entwickler da sind, ist die API besonders interessant. Also wir bieten, wenn man sich schon die Mühe macht, diese Tausende von Bilder bei uns in der Lösung zu managen, zu verwalten, zu organisieren, dann möchte man natürlich auch vielleicht mit Drittsoftware auf diese Bilder direkt zugreifen und nicht das Bild suchen, runterladen und dann in Photoshop öffnen, dann bearbeiten, abspeichern und wieder zurück in Pixio, sondern man kann über Plugins, die einerseits von uns zur Verfügung gestellt werden oder auch eben von externen, direkt auf Pixio zugreifen. Das heißt, direkt aus Photoshop dieses Bild suchen, bearbeiten, abspeichern und es ist wieder in Photoshop drin. Direkt in Neos, kurze Überleitung, direkt in Neos auf diesen Bildpool zugreifen, das passende Bild aussuchen und im Hintergrund wird einmal das passende Format übernommen. Das heißt, in Pixio kann die Photoshop-Datei gespeichert werden, wenn man es dann in Neos sucht und eben einfügt in den Content, wird es vielleicht ein JPEG mit 72 dpi, je nachdem, was man für Vorgaben macht. Das ist dann wirklich ein relativ einfacher Workflow und spart sehr viel Zeit gegenüber vorher. Ganz kurz zur API nochmal, es kann jeder, unsere API ist dokumentiert, das heißt, jeder kann gegen unsere API entwickeln. Gehen wir mal eins weiter. Dankeschön. Hier nur ein kleines Beispiel von einem Kunden, den ich hier leider nicht nennen darf. Schade. Der ist in der Weltkugel. Der war vorher noch drin. Genau. Der Kunde hat Pixio in einen vollautomatisierten Prozess zur Erstellung von Schulungsunterlagen eingebunden. Und zwar, bei den Schulungsunterlagen gibt es Bilder. Die Originale dieser Bilder sind Photoshop-Dateien. Diese Photoshop-Dateien haben verschiedene Ebenen und in diesen Ebenen befinden sich die Sprachen für dieses Bild. Jetzt werden diese Photoshop-Dateien in Pixio gespeichert und dann greift ein Bot oder was auch immer auf diese Photoshop-Datei über die API zu und sagt, gib mir diese Datei bitte in JPEG, aber nur mit Ebene 1, 5 und 7 und das in 72 dpi. Und das macht er vielleicht auch 1000 Mal pro Minute. Das ist nur mal ganz kurz anzumerken, die Mächtigkeit auch dieser API und dieser Engine, die in Pixio da ist, dass alles, was ich hier über die normale Pixio-Oberfläche machen kann, auch über die API vollautomatisiert machen kann. Dann nur ein kurzes Beispiel, das sind die Kunden, die ich zeigen darf, die aktuell Pixio verwenden. Wir sind wirklich in den unterschiedlichsten Branchen zu Hause. Wir sagen, wir richten uns an Marketingleute, die täglich mit vielen Bildern zu tun haben, somit an Marketingabteilungen. Und das geht vom Tourismusbereich über, keine Ahnung, Flughafen Salzburg ist hier in der Nähe, Bauerversand kennt man vielleicht. Waffeln, Manner ist wahrscheinlich auch ein Begriff. Genau, nur mal so ein kurzer Überblick. Das war es jetzt eigentlich auch schon so zu Pixio, was Pixio eigentlich ist. Kurz die Geschichte zu uns. Oh ja. Eins der wichtigsten Punkte heute natürlich. Oh. Ein Kunde von uns ist der Bad Hölz Tourismus. Der Bad Hölz Tourismus hat über Zeitgeist, da müsste auch jemand hier sein, Hand heben. Hallo Zeitgeist. über Zeitgeist mit Neos die Webseite gebaut. Bad Hölz Tourismus war dann auf der anderen Seite auch auf der Suche nach einem Digital Asset Management System, sind auf uns zugekommen und haben gesagt, okay, wir machen das, aber wir benötigen ein Plugin zu Neos, dass man direkt aus unserer Webseite auf diesen Bildpool dann zugreifen kann und den Redakteuren es einfach macht, hier Bilder einzufügen. Genau, so kam der Kontakt quasi über Zeitgeist zu Robert und daraus ist ein außergewöhnlich tolles Projekt entstanden. Also wir haben noch nie so schnell ein Plugin in der Qualität entwickelt mit dem Robert. Also, oder Robert, vielleicht auch waren deine Kollegen beteiligt, ich weiß es nicht, aber großes Lob. Wow. Großes Lob. Ich habe meine Tochter gemacht. Ah, ich hab's gewusst. Genau. Und deswswegen stehe ich hier. Die Agentur gesagt, getan, ist vor ein paar Tagen auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich hier vielleicht mit dem Robert kurz was über unser Plugin erzählen möchte, was ich natürlich sehr gerne tue. Und der Robert erklärt uns jetzt mal, wie das Plugin in Neos aussieht. Das, sowas macht immer sehr viel Spaß, weil ich zeige euch jetzt mal was hier, nichts, keine Demo ohne gefährliche Sachen ist spannend. Also wir gehen jetzt mal auf die Live-Website hier von Neos.
Ja, so, hier ist mein Passwort. Viele Punkte. Ich wollte euch mal zeigen, wie so ein, wie das Media Management in Neos so grundsätzlich aussieht. Das ist also jetzt ohne irgendein Plugin oder so, so funktioniert das in Neos. Ihr seht hier eine ganze Menge von Thumbnails. Das sind alles so Bilder, die wir auf der Website verwenden. Ihr seht, hier sind hochaktuelle Fotos von da hinten, aus der Küche. Und es gibt hier natürlich schon so ein paar Möglichkeiten. Also ich kann hier Tags hinterlegen und dann sagen, okay, zeig mir jetzt mal alles, was getaggt ist mit Neos-Konferenz 2018 oder Screenshots oder solche Sachen. Ich kann hier neue Bilder hochladen natürlich. Und wenn ich jetzt hier auf der Seite bin, kann ich zum Beispiel sagen, dieses komische Titelbild da, das gefällt mir so gar nicht. Dann nehmen wir was anderes. So. Was nehmen wir? Chicks oder Crispy Bacon? Okay, dann nehmen wir Chicks. So. Genau. Die Seite ist Bio, 100% Bio. So ungefähr ist der Workflow in Neos, ne? Sind auch männliche Küken dabei und die überleben alle und es werden keine Schnäbel abgeschnitten. So, das heißt, ihr habt jetzt gesehen, okay, ich kann also Bild hochladen, ich kann das hier bearbeiten und so weiter. Also ich kann auch hier das Cropping machen und so weiter. Nur, wie Richard schon erzählt hat, da steckt ja in manchen Projekten noch sehr viel mehr dahinter. Also zum Beispiel das Lizenzthema ist super wichtig, wenn man da noch einen Überblick haben möchte. Auch so zum Beispiel Stockfotos, die ihr eingekauft habt, da habt ihr vielleicht die Rechte für 2 Jahre oder was auch immer. Und dann gibt es so die Situation, jetzt muss das möglichst schnell von der Website runter, wo ist es überhaupt? Oder du möchtest die Metadaten haben, so Copyright-Informationen sollen unten als Seitentitel sein und dann geht es halt darum, andere Systeme da einzubauen. Und wie könnte man das jetzt einbauen? Also ich habe schon vorher noch ein anderes Asset-Management-System eingebaut und da war dann der Vorschlag der Redakteure, es wäre doch cool, wenn man hier zusätzlich zu diesem Button noch so ein Input-Field hätte und dann könnte man in dem anderen System sich die ID rauskopieren, also dann loggt man sich da ein, sucht sich die ID raus und dann tut man die da rein und wenn man dann drauf drückt, dann wird das halt runtergeladen und in Neos dann eingebaut. Und ja, das ist sicherlich irgendwie schon auch schön, aber nicht ganz so komfortabel. Und richtig Spaß macht es natürlich, das einzubinden, so dass man eigentlich als Redakteur gar nicht sieht, dass es ein Plugin ist. So, jetzt muss ich mal schauen hier auf meinem Rechner. Genau, und zwar, wir gehen jetzt ja mal in die Pixio rein. So sieht das aus. Also hier habe ich in Pixio meine Übersicht. Also ich muss sagen, ich bin da nicht sehr firm. Also man kann sich das Ganze sortieren mit Collections und Verschlagworten und so weiter. Aber in Ordnern ansortieren und so weiter. Aber im Wesentlichen findet ihr hier halt die ganzen Assets, die da liegen. Und wenn ich jetzt hier in Neos bin, dann sehe ich die da halt auch. Und die sind aber nicht runtergeladen, logischerweise, sondern das funktioniert halt alles über die Schnittstelle. Das heißt, wenn ich jetzt hier, mal gucken, Rocket, gibt es da schon was? So, das ist meine Kaffeemaschine. Das heißt, ich kann also auch suchen im Neos ganz normal nach Schlagworten und so weiter und kann dann... ja, hier habe ich vorhin ein bisschen gebastelt, das ist das Frontend gerade, was ich kaputt gespielt habe von der Demo-Site. Aber ich kann halt diese Bilder direkt dann im Content verwenden, wie alle anderen auch. Und im Hintergrund passiert es so, dass Neos sagt, okay, in diesem Moment fange ich an, das zu benutzen. Und dann wird das Bild tatsächlich importiert und die Metadaten bereitgestellt, damit ich eben unabhängig bin von dem System, aus dem das ursprünglich kommt. Das heißt, das Bild ist wirklich in Neos vorhanden, es können Thumbnails generiert werden und so weiter.
Und Neos führt quasi Buch darüber, wo dieses Bild überall in Verwendung ist. Und wenn es nicht mehr verwendet wird, wird es halt entsprechend auch wieder rausgelöscht. Das heißt, selbst wenn ich im DRM meine 500.000 Assets drin habe, muss ich die natürlich nicht alle auf meinen Webserver laden, um sie zu benutzen, sondern nur die, die gerade in Verwendung sind, sind dann auch in einer etwas geringeren Auflösung da gespeichert. So funktioniert das. Und man kann natürlich so ein Asset Management verwenden, wenn man so solche Spezialaufgaben hat. Ich mach mal so, warte mal, guck mal hier. 8 Gesichter erkannt. Aha. Ich habe euch nicht gefragt, habt ihr gemerkt? Das hat er gerne. Ja, ich habe einen Ding. Ach stimmt, genau. So. Das ist nicht zeitlich begrenzt, ich kann ja gerade morgen auch fotografieren. Ja. Ich habe noch ein anderes Plugin gemacht, zum Beispiel für Google Drive. Das heißt, ich kann jetzt hier euch direkt auf der Website einbinden. Praktisch, oder? Aber natürlich habe ich da jetzt dann nicht so die Möglichkeiten, das entsprechend zu taggen und lizenzrechtlich und so weiter zu sortieren. Aber so für so einen Fall ist das schon mal ganz praktisch. Das wissen wir schon. Ja, so. Was auch ganz nett ist, wenn ich nicht so gut fotografieren kann, also ich zum Beispiel, dann kann ich andere Dienste anbinden, zum Beispiel Unsplash ist so ein Stockfoto-Anbieter, allerdings sind die Bilder alle kostenlos und man braucht noch nicht mal ein Copyright-Informationen zu hinterlegen, ist so eine Art Foto-Community mit richtig tollen Bildern, also kann man mal suchen, nach Salzburg zum Beispiel, gibt es da was? Tatsächlich, Kühe. Ja. Deutsche Journalisten. Ja, genau. Was passiert? Mozart gibt es wahrscheinlich kein aktuelles Foto von. Nee, tatsächlich nicht. Aber trotzdem irgendwie verschlagwortet. Oder zum Beispiel auch, Daniel hat, also, wo sitzt denn Daniel? Der Daniel, der schon weg ist, der hat das Unsplash-Plugin gemacht. Der hat auch ein Wikipedia-Plugin gemacht. Also wenn ich da jetzt mal nach Mozart suche, dann finde ich hier die Schillinge. Ja. Und das sind die Bilder, die an den Wikipedia-Artikeln dranhängen. So. Und ihr könnt euch vorstellen, da kann man sich alle möglichen Asset Sources für machen, so heißen die. Und es ist für den Redakteur alles in der einheitlichen Oberfläche. Das vielleicht noch so als Hintergrund für euch so als Entwickler. Wie geht man denn jetzt damit um, so sehr verschiedene Quellen anzubinden? Ihr habt ja gesehen, die sind nun wirklich sehr unterschiedlich. Und wenn ich jetzt hier nochmal umschalte auf Neos, dann seht ihr, hier gibt es zum Beispiel Upload, hier gibt es Collections, Tags und so weiter. Wenn ich auf Unsplash gehe, dann habe ich zum Beispiel eine Sortieroption weniger hier, einen Filter weniger. Ich habe keine Upload-Möglichkeit und so. Und technisch ist es so, dass dahinter stecken natürlich Klassen, PHP-Klassen, die ein bestimmtes Interface implementieren. Und wir haben bestimmte Eigenschaften, also zum Beispiel Taggable oder Read-Only, solche Geschichten als Interfaces gemacht. So dass ich quasi die Möglichkeiten dieser Asset Source habe und das User Interface kann dann entsprechend darauf reagieren. Und insofern könnte man natürlich bei so einer Asset Source zum Beispiel Uploads realisieren. Was aber gern auch gemacht wird, ist, dass die Neos Asset Source oder Media Source abgeschaltet wird, dass also nur das DRM verwendet werden kann. Und dann kann man in Neos auch gar nichts mehr hochladen. Kann eben auch sein, dass es so einen Prozess gibt, weil es eine ganz andere Abteilung ist, die diese Fotos zum Beispiel erstmal begutachten und so weiter. Das kann man auch machen. Jetzt, ihr könnt euch vorstellen, es gibt unendlich viele Metadaten, die man an sowas dranhängen kann über IPTC oder EXIF und auch noch zusätzlich über das DRM können Metadaten ankommen, wie nur Titel oder Untertitel und so weiter. Diese Informationen, die werden natürlich hier zugänglich gemacht und für den Entwickler, der jetzt mit Neos arbeitet, ist das alles transparent. Der fragt das Asset, gib mir mal den Titel oder gib mir mal irgendeine Metainformation und im Hintergrund wird, je nachdem, was die Schnittstelle bereitstellt, halt das direkt aus dem System geholt, gecached zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt in Pixio den Titel verändere, dann wird es so sein, dass wenn das Bild schon eingebunden ist,
eine gewisse Cache-Zeit abläuft und dann wird halt die neue Meta-Information geholt und der Bildtitel zum Beispiel aktualisiert. Thema Suchmaschinenoptimierung, da wird ja auch Titel und Metadaten immer wichtiger. Und wenn man das dann in Fixio pflegt, das ist automatisch dann in dem Fall auch in Neos mit drin. Und das ist ein ziemlich cooler Workflow. Und wenn man dann nicht über die Fixio-Oberfläche das pflegt, sondern über Photoshop, der an Fixio angebunden ist, dann spart man sich, glaube ich, noch mehr Klicks und Wege und Zeit, dass die Assets überall, wo sie angebunden sind, auch up-to-date sind. Genau. Okay. Gut, dann danke für den Teil.